Gatling. Oh, Elektroladeteil. Impulsminen. Zwei Machete, die drei Kampflinten, das Kampfmesser, die Kreuzschlüssel behalte ich. Obwohl, nee, den kann ich nicht gebrauchen. Den kann ich. Die Lederrüstung. Das Messer hier. Das Teil hier. Mini-Atombombe. Minigun behalte ich. Oder? Minigun. Ach, weg damit. Offiziersuniform, nein, das kriegst du nicht. Umherziehende, nein, Pfeil kannst du haben. Bullenknüppel ist voll ausgebaut. Die Steppenrüstung, genau. Fünf Raketen schon mal. Ich habe jetzt gar nicht aufgepasst. Mein Schachbrett, nein. Wir hatten ja eigentlich alles dabei. Eine Schere könnte ich gebrauchen. Egal. Nagelschlagring. Habe ich ihn gerade eben verkauft. Schraubenschlüssel, Schrotpatronen, 90 Stück. Sensormodul, Splittergranaten. Die zwei Sturmgewehre kriegt er noch. Das Abenteuer-Outfit. Die drei, das Einsatz-Outfit. Unruhestifter, Einsatz-Outfit. Die Talon-Kampfrüstungen. Das gebe ich nicht her. Obwohl, Ödlernharz. Schachtel. Kippen, guck mal. Raketenwerfer habe ich noch. Auf drei aufbereitete Wasser. Munition habe ich noch. Munition hat er ja nicht zu verkaufen gehabt, ne? Doch. Nee, hat er nicht. Ja, wenn man bei den Händlern übertreibt, was ich ja nicht gemacht habe, aber wenn man ein bisschen zu viel einträgt, dann haben die zwar Kohle ohne Ende, aber geben nichts raus davon. Das ist ein Fehler. Das passt, das ist in Ordnung so. Mit so jemandem macht man... Tschüss! Tschüss! So, jetzt lassen wir uns wieder zurückreißen. Und zwar Friendship Heights. Oh, die Musik spielt weiter. Das gefällt mir. So, jetzt können wir da ein bisschen weiter die Leute ausnehmen, wie die Weihnachtskind. Bella, den Aschenbecher, Nuka-Cola und die Dinger hier nehme ich mit. Da hätte ich auch gleich alles nehmen können. Na gut, habe ich noch ein Metro-Ticket dabei. Hat ja kein Gewicht, das Ding. Die Jagdfilme nehme ich noch mit. Was hat der dabei gehabt? Noch eine Jagdfinde. Auch nicht schlecht. Den haben wir ausgenommen. Hoppala, da oben ist noch was gewesen. Und da hinten ist noch einer. Blechteile nehme ich mit und eine Gaffel. Sieht aus wie ein Löffel, hat aber vorne noch Wattzacken. Eine Gabel eben. Kampfmesser. Ah. Kampfsau, ha? Balla. Übrigens, hier, mein Cursor ist auch weg. Der bleibt auch. Den kann man ein- und ausschalten, aber er bleibt trotzdem verschwunden. Den habe ich gelöscht. Genauso wie hier unten Radar. Weil mich das einfach genervt hat, dass man den immer ein- und ausschalten musste. Also bin ich mal hergegangen, habe das komplette Teil runtergelöscht. Das geht, das kann man machen. Nicht abhauen, verbleiben, sterben. Scheiße, das interessiert mich eigentlich nicht. Es sei denn, hier gibt's Nuka-Cola. Oder Leute, die Kronkorken dabei haben.
Warum hat du eigentlich sowas dabei? Ich glaube, jetzt geht's rund hier. Versucht mich die Kakerlake hier zu fressen oder was? Oh, Stimpak. Ja, zumindest ans Bein wichsen will er mir hier. Geht mal gar nicht. Der Richter, natürlich, der Richter. Wilder Richter, du kriegst das von mir übergezogen gleich, du. Du wilder Richter, du. Terminal verschlossen, durchschnittlich verschlossen, bla bla, speichern. Das da und das da. Baseball, Grundkorken 52 und zweimal Fruchtkriegskohle. Und dann nehmen wir noch das da mit. Das macht den Tresor auf. Ja, Sperre aufheben, brauchen wir nicht. Oh, Sensormodul, Red Away, Red X, Spielzeugauto, Lichtterpentin. Oh ja, okay. Leere Dampfanzeige, Terpentin kann ich ganz gut gebrauchen. Den Eimer brauche ich nicht. Oh, darf noch mehr drin. 4 Grundkorken. Die haben alles abgegrast, außer die dreckigen Bücher, die will ich nicht haben. Stinger Sape. Geht's eigentlich lang? Da geht's lang. Oder? Hier brennt's. Ruf die Feuerwehr. Hey, die Vögel haben wir platt gemacht. So wie sich das gehört. Das ist auch noch so einer, du kleine Drecksau, du. Da bleibt ja aber dein Maul sauber, ey. Baseballhandschuh und Munition hat er dabei gehabt, plus 7 Rad. Wir sind sowas von am Arsch, ey. Wer hat denn das hier? Söldner mit dem Kinderoutfit. Dampfanzeige, Mentats und Lasergewehr. Ach, der wollte hier was sprengen, der Idiot. Kam aber nicht mehr dazu. Das machen wir. Oh, da fliegt mir ein Hämmerchen entgegen. Dankeschön. Sind wir da oben? War ich doch gerade. Sind wir da jetzt außer rumgelatscht oder was? Okay. Nö, ist in Ordnung. Alles klar, wir sind gerade außen rumgelatscht. Wollte ich jetzt eigentlich nicht.
Ja. Und tschüss. Schlampe. Scheiß Söldner. Da bleibt das dann mal sauber, ey. Aber hier ging es nicht weiter, ne? Genau. Oh, Mann, oh. Wer ist der Vogel hier eigentlich? Also gut. Dann müssen wir mal schauen, ob er auf der anderen Seite frei ist. Dass man auf der anderen Seite durch kann. Weil hier wird was Rotes angezeigt. Ja. So sieht kritisch aus. Wenn der Gegner... Hoppala. Alter Verwalter. Was ist das für einer? Ein Söldner mit dem Vorkriegskinder-Outfit. Gibt's denn sowas? Also nee. Leuchtendes Wiesel, Radkakerlackenfleisch. Dankeschön. Ein Hämmerchen noch. Oh. Kongress Lügen, bla bla. Die Truhe ist leer. Die Dampfanzeige, scheiße, habe ich jetzt mitgenommen. Ich wollte eigentlich nicht mitnehmen. Wieselchen! Nein, nicht Söldner, ich sagte Wieselchen. Wilder Richter, komm mal mit. Er will halt nicht, ne? Also gut, dann eben nicht. Du hältst dein Maul, wenn sich Erwachsene unterhalten. Ich meine durch Kinder. Tür schließen. Warum? Was ist eine Tür? Wir haben bei uns an der Tür nur Bettlaken. Redline. Redline. Kohleautomat. Bleibt doch erst mal sauber, da sind noch Kisten, guck mal. Ein Hämmerchen brauche ich. Die Metallkiste, Gleisnägel, elektrischer Leiter, Kreuzschlüssel, Metro-Ticket. Kriege ich das Metro-Ticket heute nochmal? Es ist nichts wert, von daher gesehen brauche ich es nicht. Da geht es übrigens auch nochmal rein. Metallkiste. Scheibeiße. Ja. Bis nachts ist es so. Am Tag ganz anders. Lügen wie im Kongress. Radkakerlackenfleisch. Schmutziges Wasser. Brauche ich alles nicht. Aber noch irgendwas dabei, was ich nicht gebrauchen kann, außer hier. Egal. Steppenrüstung. Baseball-Handschuh, Baseball, Baseball. Mal kurz meine chinesische Rüstung reparieren. Muss ja auch mal sein. Die Uniform, die Tenpenny-Uniform. Waffenmäßig haben wir noch ein bisschen was. Jagdfülle kann ich doch reparieren. Nee, Baseballschläger nehmen wir dafür. Mit Baseballschläger eine Waffe reparieren. Hm.
Zwei 10mm Pistolen. Kreuzschlüssel reparieren. Also gut. War da nicht gerade. Ach, hier. Nackelschlagring. Danke. Fragut West Station. Och, als er damit. Ich kann alles gebrauchen. Sehr leicht. 11. Schraubenschlüsselstange kippen, als er mit Maulwurstrattenfleisch. Hast du noch nicht genug, ha? Du Scheußlichkeit. Buttermesser auch noch. Hier gibt's einen Händler. Hier drin. Wenn's Game nicht abschmiert. Torschlüssel zum Metro-Service-Bereich, schmutzig Wasserretter, Web-Pakete und Stimpaks. Service, was? Service, Terminal, Gas- und Wasserspeicher. Systemwarnung, aufgrund eines Systemversagens der Klasse 7, haben sich alle Wartungstechniker bei ihren Dienststellen zu melden. Das Versäumnis, diese Aufforderung Folge zu leisten, hat nach Klausel 45.7a des Vertrags mit der Service Arbeitergewerkschaft eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses zur Folge. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Arbeitstag. Gashauptströmen, Test starten. Leck entdeckt, Abstellautomatik aktiviert. Sicherheitssafe aufschließen. Natürlich. Aber ich speichere jetzt erst nochmal. Wenn das Spiel jetzt abschmiert, öffne Safe. Nikola Tesla und Sie, Laserwaffenprotokoll. Kenne ich gar nicht. Wisst ihr mal, wieder was Neues. Ein Clipboard, natürlich. Ein Laubbläser. Nein, für sowas gibt es jetzt auch einen Laubbläser. Sind Feinde in der Nähe? Ist ja grauenhaft. Ich kann nicht schlafen, wenn Feinde in der Nähe sind. Ich will auch gar nicht. Eigentlich doch. Dazu es zieht. Ich will schlafen. Also gut, dann eben nicht. Meine Pflichten rund Umschlag machen und hier ein paar Pümpel aufheben. Und ein Clipboard. Cool. Eine Tasse brauche ich nicht. Altmetall und Wunderkleber. Wie viel Wunderkleber ich schon habe. Das ist ein Wunder. Noch ein Pümpelchen mitnehmen.